Also, ich weiß nicht warum, aber hier tanzt ein Typ mit einer Ziege. Also, ich weiß ehrlich nicht, was ich davon halten soll, aber naja, gut. Was geht, ihr Shit-Dinger, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tonyaks Underground 2. Wir machen natürlich gleich in Boston weiter. Highscore, sammle Skate, sammle Combo, zerstöre 5 T-Fässer und grind deine 5 Tauben-Raids. Ich habe euch ja in der letzten Folge versprochen, euch ein kleines Easter Egg zu zeigen, und das werde ich jetzt natürlich auch tun. Für die unter euch, die mit dem Begriff Star Wars Kit etwas anfangen können, für die sollte dieser Easter Egg selbsterklärend sein. Für alle anderen, die mit dem Begriff Star Wars Kit nichts anzufangen wissen, die sollten vielleicht mal auf YouTube einfach nur Star Wars Kit eingeben, wenn es euch ja interessiert. Wenn nicht, dann lasst es einfach. Und ihr gebt halt einfach Star Wars Kit ein, und das müsste eines der ersten Videos sein, die euch da begegnen werden, mit halt ziemlich vielen Aufrufen. Und Star Wars Kit, ja, da brauche ich nicht viel zu sagen. Also wenn ihr es euch angucken wollt, dann guckt es euch eben an, pausiert das Video hier. Ich werde eben noch versuchen, Skate fertig zu sammeln, damit wir ein Ziel haben, was wir dann fertig haben, und dann können wir versuchen. Dann werde ich euch dieses Easter Egg mal zeigen. So, wir brauchen noch das A. Das A befindet sich doch bestimmt irgendwo weiter oben. Vielleicht auf einem Dach oder so. Oder ach, da vorne, alles klar. So, das heißt, wir haben jetzt das Ziel auch fertig. So, und jetzt kann ich euch mal, ja genau, erstmal hinschmeißen, und dann kann ich euch versuchen, das Easter Egg zu zeigen. Das sollten wir noch schaffen. Haben noch eine Minute Zeit. Wir sind auch schon wieder fast am Ende angekommen mit dem Klassik-Modus. Ist ziemlich schade. Aber ich zeige euch jetzt erst einmal das Easter Egg. Und zwar gehen wir dafür hier oben rein. Und ihr seht schon, da ist ein kleiner Junge drin. Und wenn ich jetzt mit ihm rede, passiert Folgendes. Alles klar, kannst wieder hinsetzen. So, das wäre quasi das Easter Egg gewesen. Und jetzt gibt es hier drüben natürlich noch ein anderes. Und das ist ziemlich verstörend. Guckt euch einfach an. Also, ich weiß nicht warum, aber hier tanzt ein Typ mit einer Ziege. Also, ich weiß ehrlich nicht, was ich davon halten soll, aber naja, gut. Wir haben ein Ziel fertig gemacht. Wir brauchen noch zwei. Oder? Ja, zwei oder drei mindestens. Die Highscore, das könnten wir machen. Zerstöre 5 T-Fässer und grinde an den 5 Tauben-Rails. Wir machen mal, was machen wir denn noch höher? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Spin bringt. Machen wir noch R, dass wir noch ein bisschen höher springen können. So, 5 Tauben-Rails. Wo sind hier überall Tauben? Ist natürlich jetzt die Frage. Ah, da haben wir gerade einen Statpunkt einkassiert. Alles klar. So, sind hier vielleicht noch Tauben? Nein, hier auch nicht. Dann vielleicht hier oben? Auch nicht. Dann vielleicht hier. Eigentlich müsste man die Tauben ja auch sehen, aber irgendwie. Sehen wir die Tauben irgendwo? Da ist noch ein Teefass. Das können wir versuchen auch noch zu zerstören. Also, ich muss sagen, da sind Tauben drauf. Das sieht man auf jeden Fall. Das hat man jetzt deutlich genug gesehen. Die Frage ist nur, wo die restlichen Tauben sind. Wir können natürlich erstmal versuchen, hier die T-Fässer kaputt zu machen. Ja, wir können auch einfach runterspringen. So, 2 von 5. Hier vorne war noch eins. Irgendwo hier. Hatte ich hier nicht. Ach, hier, genau, hier. So, einmal hier das. Dann hier drüben noch. Das hatten wir das letzte Mal auch gefunden. Hier oben drauf. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo die ganzen Tauben sind. Da oben sind noch welche drauf. Habe ich gerade so gesehen. Das heißt, hier wäre noch eine Taubenrail. Okay. Ja, aber wo sind die ganzen anderen? Das ist jetzt so die Frage, die ich mir da gerade stelle. Und wo vor allem ist das fünfte Fass? Wo ist das fünfte Fass? Ist das vielleicht hier auf dem Schiff? Ach ja, hier ist es. Aber gut. Jetzt haben wir die ganzen Fässer gefunden. Jetzt ist halt nur noch die andere Frage. Wo sind die ganzen Tauben? Also, ich muss wie gesagt sagen. Wie gesagt, muss ich sagen, dass ich ja nicht weiß, wo die Tauben sind. Ich habe zwei gefunden, aber das war's auch schon, ja? Vielleicht hier noch irgendwo. Auch nicht. Die haben wir schon gegrindet.
Ich kann es echt nicht sagen. Ja. Na gut, dann werden wir einfach versuchen, den Highscore zu knacken, weil da bleibt uns ja nicht viel anderes übrig. So. Combo versagen wir natürlich die ganze Zeit, weil wir Combo auch gar nicht machen. So, was kann man hier noch Schönes machen? Ja, grinden wir hier noch ein bisschen lang. Liptricks können wir jetzt auch ein bisschen länger halten. Der Tatsache geschuldet, dass wir das höher gemacht haben. Okay, das war jetzt nicht so Bombe. Aber ich brauche noch ein paar Punkte. Ich muss noch ein paar gute Rails finden, ein paar gute Spots. Ich glaube sagen, wir machen einfach nochmal den wir eben schon gemacht haben. Und zwar den hier. Ja, ein bisschen besser hätte das schon klappen können. Okay, nochmal zurück. So, dann machen wir das Ganze nochmal so rum. Nein, jetzt hat er sich hingelegt. Ach mein Gott. Okay, dann nochmal von der Seite. Okay, jetzt ist ein bisschen schade, dass er gerade wieder nicht nach oben gesprungen ist. So. Super. Okay, schaffen wir noch mehr Punkte? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht genau, wie viele Punkte wir maximal, wie viele Punkte wir noch verdienen für die ganzen Highscores schaffen müssen. Okay, jetzt ist er wieder hier oben drauf, das ist ganz gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele. Ja, gut. Okay, wir haben es doch noch geschafft. Alles klar. Ja, damit hätten wir den nächsten Levelzeug auch schon freigeschaltet. Natürlich wird das Ganze gespeichert. Und dann mal schauen, was uns im nächsten Level so erwartet. Kanada und Philadelphia. Zwei Level, die wir bisher noch gar nicht hatten. Wir fangen mit Kanada an, würde ich sagen. Highscore, wie immer. Sammle Skate. Zerstöre 5 Schneemänner. Sammle Combo. Kratze 5 von den 5 vereisten Rails das Eis ab. FS Board Slide am ganzen Holzbalken. Finde das geheime Tape. Okay. Hier ist schon mal Eis, aber ich weiß nicht, ob wir das Ziel schaffen, weil ich, wie gesagt, auch nicht weiß, ob, ach, ich muss das ganze Eis abkratzen. Ja, natürlich. So, FS Board Slide. Was ist denn der? Da muss ich mal ganz kurz schauen. Scrap, Flip, Licks. Da kann ich mir nicht alle Tricks ansehen. Der FS Board Slide, ist das nicht der ganz normale? Oder ist der FS Board Slide der hier? FS Nose Grid. Da wollte ich nicht runter. Der FS Plant Slide ist das gewesen. Was ist denn der FS Board Slide? Das müsste ich jetzt erstmal in Erfahrung bringen. FS Nose... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, ich glaube, ich habe eine Rampe nach oben gefahren. Ja. Alles klar. So, vielleicht ist... das ist auch nicht der richtige. Wir können jetzt auch mal so ein bisschen das Level hier angucken. Ist ja erst ein neues Level. FS Nose? Ach, irgendwie klappt das nicht so ganz, ne? FPS 50-50. Ach, FS Board Slide ist der in der Mitte. Alles klar. So, dann habe ich den jetzt da schon mal herausgefunden. Da muss ich jetzt nur noch wissen, wo dieser Holzbalken war und wie ich da hinkomme. So, ich weiß auch, wo das geheime Tape ist, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es schaffe, da hinzukommen. Hier ist natürlich ein wunderschöner Skatepark so in Kanada. So, der Holzbalken war hier. Ich glaube, das ist der... Ne, hier vorne ist der gesamte Holzbalken. So, komm, das schaffen wir. Das ist drinne, das ist drinne. Das kriegen wir hin. Hä? Wie? War da der gesamte Holzbalken, nicht? Ziele ansehen. Ganzen Holzbalken. Dann vielleicht mal in die andere Richtung. Jetzt macht er einen Tail Slide. Das ist natürlich nicht so das, was ich hier machen wollte.
Okay, das Ganze nochmal. Jetzt macht er wieder einen Boardslide. Genau, das ist der in der Mitte. Nein! Ach, jetzt ist er runtergefallen. Noch einen Versuch haben wir noch. Ich fange mal von... Ne, ich muss von der Seite hier anfangen, sonst erkennt er das nicht richtig an. Ach, super. Ja! Kein Ziel geschafft. Wir sind auf jeden Fall super. Direkt nochmal neu versuchen. Ich mache mich jetzt mal an die Schneemänner und den ganzen Quatsch. Weil vielleicht klappt das dann ein bisschen. So, Combo sammeln wir nicht. Das wird eh wieder nix. Aber Skate könnten wir noch versuchen zu sammeln. Naja, also hier ist noch ein Schneemann. So, wir versuchen nochmal den Boardslide. Einfach, weil wir es eben fast geschafft hätten. Da war auch noch ein Schneemann, den ich gerade gesehen habe. Komm, das schaffst du. Das schaffst du, das schaffst du. Na, ach Mann, da drüben ist übrigens das geheime Tape, falls es gerade so im Blickfeld von euch war. Wir machen erstmal die Schneemänner und den ganzen Müll hier. Wenn wir es denn schaffen, wahrscheinlich schaffen wir das auch nicht. Weil ich weiß ja auch nicht, wo alle sind. Hier ist leider keiner. Wir müssen hier nochmal lang grinden. Ach ja. Ich kann das leider nicht überspringen, die Zwischensequenz, was mich ein bisschen stört, aber naja. Also hier geht's ab nach oben jetzt. Gibt's hier oben noch irgendwas Wichtiges? Hier oben gibt's zum Beispiel das T. Aber wir haben jetzt noch gar nicht angefangen, Skate zu sammeln und ich weiß auch nicht, wo die ganzen Schneemänner hier sind. Also man merkt natürlich auch, es wird von Welt zu Welt schwieriger, von Level zu Level, bis der Endboss kommt. Und ja. Hier, ich habe gerade einen Schneemann gesehen. Ach, hier ist noch einer, ja. Jetzt haben wir natürlich 5, aber wäre ganz cool, wenn wir jetzt noch den letzten finden würden, weil dann hätten wir das eine Ziel wenigstens schon mal fertig. Ach, ich habe ihn gesehen. Alles klar. Dann sollten wir wenigstens ein Ziel fertig haben. Das ist ganz super. Und dann kann ich auch mal hier ein bisschen den Skatepark zeigen. Der sieht ganz schön cool aus, muss ich sagen. Und hier unten. Da drüben war das geheime Tape. Da. Und ich weiß noch, wie ich hinkomme. Genau, ich kann mich daran erinnern, wie ich das damals gemacht habe. Ist nämlich gar nicht so schwer. Wahrscheinlich schaffe ich es jetzt nicht. Ach nein! Da drüben ist das Tape. Wie komme ich denn da bitte hin? Okay. Ja gut. Dann versuchen wir das mal dort irgendwie zu bekommen, ne? So, vielleicht schaffen wir jetzt auch die ganzen Rails hier sauber zu grinden. Hier war noch eine... So. Das war nicht so mein Ziel. Ah. Okay, der hat sich ordentlich hingelegt. Wie komme ich nach... Da unten? Nee, hä? Da drüben ist es. Seht ihr es? Da leuchtet es. Wie zum Teufel kommt man bitte dahin? Das ist doch unmöglich. Muss ich da irgendwie... Wie soll ich da hinkommen? Kann auch nirgends genug Geschwindigkeit aufbauen, um da hinzukommen. Das ist natürlich jetzt so ein Rätsel für mich eher. Ich würde mal gerne hier oben drauf. Hier oben drauf würde ich gerne. Na, nicht drüber. Mein Gott. Dann halt so. Ja. Aber es hat doch bestimmt hier irgendwas mit dieser Rail hier auf sich. Wenn man da drüben auf die Insel kommt, kommt man doch bestimmt auch auf die andere Insel. Ach, klar. Ach, dumme. Du bist der Held, bist du. Ich glaube von hier, oder? Ja, natürlich. Ja. War natürlich irgendwie auch zu erwarten. So. Ich glaube, hier war noch eine Rail. Habe ich es gerade im Augenwinkel gesehen? Yep. Das heißt, wir können uns schon mal merken, wo die ganzen Rails sind. 3 haben wir auf jeden Fall schon safe. Also wir wissen auf jeden Fall, wo sie sind. Jetzt müssen wir noch die anderen beiden finden, dann haben wir das Ziel auch schon fertig. An den Highscore und so wage ich mich dann später, genauso wie das Skate sammeln. Hier ist gerade keine. Das war auch nicht so ganz geplant, aber gut. Mach halt. So. Hier vorne vielleicht noch. Okay. Ja, ich könnte natürlich noch versuchen, ganz schnell eine Combo zu machen und die ganzen Punkte zu sammeln, aber ich springe lieber ins Wasser. Yeah. War gut. Auf jeden Fall.
So, Level neu versuchen. So, damit hätten wir das erste fertig. Dann hier drüben das zweite. Dann hier die dritte. Und dann gibt es doch bestimmt hier unten noch welche. Ja, da hier drüben ist noch eine, seht ihr doch. Okay, das war so nicht geplant, aber war auch schon cool. Erstmal voll hingelegt. Habe ich da oben noch was gesehen gerade so? Oder hat mich das getäuscht? Ne, das hat mich getäuscht. Wo könnte die letzte sein? Wo ist die letzte Rail? Die letzte vereiste Rail. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Gaps. Ja, K-Gap. Dann hier, hier drüben. Ach, ist alles so ein bisschen kompliziert hier. Wenn man dann eine nicht findet, dann hat man schon ein ganz schönes Zeitproblem. Vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier irgendwo sein kann, weil hier ist überall nur Holz und es geht ja um die vereisten Rails und ich glaube, mit den Rails sind die ganzen... Ja, Rails halt an sich gemeint, also nicht die, Holzbalken, sondern wirklich die Rails. Aber hier ist ja auch keine, ne? Hier ist nirgends eine, ne? Also wo zum Teufel versteckst du dich, mein lieber Freund? Vielleicht doch irgendwo hier noch... Ach, hier oben. Ah, alles klar. Hab dich gefunden! Hab dich gefunden! Joho! Ganz oft drehen. Yeah, yeah, yeah. Ah, schade. Ja gut. Wir haben jetzt 3 Ziele gemacht, so. Die jetzt an sich nicht so schwer waren. Haben auch nicht mehr so viel Zeit. Versuchen jetzt nochmal in dem letzten Durchgang den FS Board Slide am ganzen Holzbalken zu machen, weil ich echt gedacht hätte, ich hätte es am Anfang geschafft. Oh, ja, nicht schon zu Anfang runterfallen. Das muss nicht sein. Und cheaten wollen wir ja auch nicht, dass man hier die ganze Zeit in der perfekt in der Mitte grindet, wollen wir ja auch nicht machen. Ja, jetzt hat er natürlich wieder einen Tail Slide gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, von der Seite hier ist doch nicht leichter. Alles klar. Dann geht's nochmal hier runter. Und einmal hier rüber bitte und dann jupp und erstmal hingelegt. Oh, guck mal, ich kann unten durch die Welt die Bäume sehen. Schön. So, das Ganze nochmal. Jetzt macht er wieder ein Tail Slide. Ich kriege ein zu viel hier. Du sollst bitte einen Board Slide machen. Dankeschön. Natürlich mit der Geschwindigkeit jetzt ist es für mich umso schwerer, hier die Balance zu halten, weil natürlich ja, mehr Angriffspunkte da sind. Scheint, wie es aussieht, nichts zu werden, ne? Haha, haha. Ich lache ihn aus dem Fall selber hin, auch gut. Naja, irgendwie soll es nicht werden. There's gold in them Dar Hills. Schöne Gap übrigens. Jetzt macht er einen Lipslide. Ach man, ich könnte natürlich noch versuchen, ein Combo zu sammeln. Aber, so wie das hier gerade aussieht, wird das auch nichts. Ja gut, dann haben wir jetzt leider nicht mehr so viel geschafft hier. Grind the Pine. Da oben gibt es noch einen Statpunkt, den hätte ich ganz gerne. Dankeschön. Und jetzt geht's ab ins Wasser mit einem Backflip. So, und damit wäre diese Runde hier vorbei. Genauso wie diese Folge vorbei wäre. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben jetzt leider kein Ziel mehr geschafft. Speichern das Ganze aber trotzdem ab. Haben noch einen Statpunkt, den tun wir auf Lip. Speichern und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und dann noch viel Spaß beim Videos schauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschüss.